Herzlich willkommen zu unserer zweiten Online-Veranstaltung im Genetikmodul. Es ist alles im Moment zeitlich etwas knapp, deshalb das erste Video war übers Wochenende etwas verspätet. Dafür bitte ich um Entschuldigung. Das Video jetzt ist, denke ich mal, pünktlich vorhanden und wir würden uns hier heute mit einem Thema beschäftigen, welches eigentlich das bisher Gelernte so ein bisschen zusammenfasst und in der Anwendung bringt, nämlich die Frage der Introgression von Sika-Wild in Rotwildbestände, also das Einsickern, so kann man es vielleicht salopp übersetzen, von Tieren, die man ja eigentlich ursprünglich mal als andere Art gesehen hat, in lokale Rotwildbestände. Und das ist so ein bisschen das Thema Populationsbiologie, das ist das Thema Artkonzept und das Thema genetische Marker, versuche ich hier jetzt mal so ein bisschen in einem Praxisbeispiel nochmal zu zeigen, wie man das anwenden kann. Zunächst nochmal eine kurze Vorab-Info, die wir auch, soweit ich es weiß, in der Wildökologie-Veranstaltung finden müssten. Die Unterscheidung auf zytologischer oder zytogenetischer Ebene zwischen Rotwild und Sika-Wild, die ist relativ einfach, weil Sika-Wild besitzt 64 Chromosomen und Rotwild besitzt 68 Chromosomen. Dass sich zwischen verschiedenen nah verwandten Hirschen solche Chromosomenunterschiede finden, das ist schon lange bekannt. Und auch die Ursachen dafür wurden eigentlich schon in den 70er Jahren 80er Jahren des letzten Jahrhunderts entdeckt und dieser Unterschied liegt eigentlich nur daran, dass sich bestimmte Chromosomenpaare, das Chromosomenpaar 1 und 2, die beim Rothirsch getrennt vorliegen, beim Sika-Hirsch als ein gemeinsames Chromosom auftreten. Das heißt, wir haben hier diese beiden Arme des Chromosoms 1 sind sozusagen hier zu finden. Und diese beiden Arme sind sozusagen hier zu finden und die sind am Zentromer verschmolzen. Sind also zwei akrozentrische Chromosomen sind zu einem metazentrischen und submetazentrischen Chromosom, so nennt man das, fusioniert. Zentromer ist praktisch diese Region, wo auch der Spindelapparat ansetzt. Das gleiche gilt übrigens für die Chromosomen 3 und 4, sodass wir also praktisch hier insgesamt beim Rothirsch 4 Chromosomenpaare vorliegen haben, wo der Sika-Hirsch durch diese Translokation, so nennen wir dieses Aufeinanderkleben praktisch dieser beiden Chromosomen 3 und 4 und 1 und 2, diese Translokation, entsprechend weniger Chromosomen finden. Das heißt, es ist nichts verloren gegangen, es hat sich nichts verändert, es ist einfach nur anders miteinander verbunden oder eben hier nicht verbunden. Diese Chromosomen können auch sehr schön dazu dienen, als Diagnostikum für Kreuzungen, F1-Hybride dienen. Die F1-Hybride zwischen Rothirsch und Sika-Hirsch haben grundsätzlich immer 66 Chromosomen. Das hat man auch in Untersuchungen anhand von großen Familienstrukturen festgestellt. Das heißt, diese Chromosomen haben einen Mendelschen Erbgang. Und wir können eben nachweisen, dass sich dann diese jeweils von Sika und Rothirsch stammenden Chromosomen zusammenfinden und wir dann statt der 64 und 68 Chromosomen in den Elterntieren in den F1-Nachkommen jeweils 66 Chromosomen finden. In den Folgegenerationen ist dann im Grunde alles möglich. Die F2-Hybriden können dann zwischen 64 65, 66, 67 bis 68 Chromosomen haben. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel 65 Chromosomen oder 67 finden, dann ist es mit Sicherheit kein F1-Hybrid, sondern ein F2 oder späterer Hybrid. Wenn Sie 66, 64 oder 68 Chromosomen finden, dann könnten Sie sagen, entweder es ist ein Rothirsch oder Sika-Hirsch oder F1-Hybrid oder aber auch ein späterer Hybrid, dann ist alles eigentlich möglich. Ja, es gibt dann neben den Chromosomenmarkern auch biochemisch-genetische Marker
Und diese biochemisch-genetischen Marker, die zeigen auch zumindest eine gewisse quantitative Differenzierung zwischen Rothirschen und Zika-Hirschen. Das heißt, wir haben jetzt hier kein Private Allele bei diesem Genort Superoxydismutase, um den geht es hier gerade in diesem Bild, sondern wir haben Verteilungen, die in Zika-Teilpopulationen oder Populationen anders aussehen als in Rothirsch-Teilpopulationen oder Populationen. Und das ist insofern interessant, als wir hier feststellen konnten, dass dieses Allel SODA, hier durch blaue Farbe gekennzeichnet, bei den Rot-Zika-Hybriden, die wir in Irland finden, etwa in 3/4 aller Fälle vorhanden war. Ähnliches gilt für das Zika-Wild, welches im Arnsberger Wald am Möhnesee vorhanden ist. Sieht also diesen Hybriden sehr ähnlich. Das heißt, wir sehen auch immer noch dieses Allel B zum gewissen Anteil. Warum das so ist, da kommen wir gleich mal drauf. Interessant ist auch, dass das Rotwild am Möhnesee, also was praktisch sympatrisch mit diesem Zika-Wild dort in einem großen Gebiet zusammen lebt, auch einen sehr hohen Anteil, wenn gleich nicht ganz so hohen Anteil an diesem SODA innehat. Wenn wir die anderen Rothirschbestände in Deutschland angucken, da sehen wir deutlich geringere SOD-Anteile oder in Osten Österreichs oder Ungarn sogar fehlende SOD-A-Anteile. Und das gibt uns natürlich den Hinweis, dass hier dieses SOD-A-Allel offenbar eher dem Zika-Hirsch zugeordnet ist und das SOD-B-Allel eher dem Rothirsch zugeordnet ist. Das Ganze hatten wir mal zusammengesucht. Aus einer Stichprobe von 1499 Individuen, also schon eine relativ umfangreiche Stichprobe. So. Hier haben wir jetzt nochmal die drei Herkunftsgebiete, also Irland. Das sind bekanntlich Hybriden, sieht ähnlich aus wie Zika am Möhnesee und Rotwild am Möhnesee. Das ist eigentlich die interessante Information, die wir hier haben. Sieht dem Zika-Wild am Möhnesee deutlich ähnlicher, als es an diesem Genort dem anderen Rotwild in Deutschland oder gar in Nachbarländern tut. Und das ist schon ein gewisser Hinweis darauf, dass hier offenbar auch Hybridbildungen eine Rolle spielen. Und dazu muss man wissen, dass das Rotwild am Möhnesee relativ selten ist im Vergleich zum Zika-Wild, sodass dort also durch relativ wenige Allele, die durch Hybridisation ins Rotwild gelangt sind, ja, ein Großteil des Bestandes repräsentiert dann auch schon ist. Jetzt nochmal so eine kurze Zusammenfassung. Das sind Grafiken, die von Dr. Gehle stammen, im Übrigen alle. Eine kurze Zusammenfassung der Frage, welche genetischen Maße können wir eigentlich anwenden, um mit unseren Markern Aussagen zu treffen? Das ist ein bisschen ein Vorgriff auch in die nächsten Veranstaltungen. Ein paar Begriffe sind schon gefallen bisher, die würde ich jetzt hier nochmal wiederholen. Einmal gibt es die genetische Variation. Nehmen wir mal an, diese drei Symbole hier, Quadrat, Dreieck und Raute, sind die beobachteten genetischen Typen, dann wäre das, was wir in einem Kollektiv, zum Beispiel einer Subpopulation, einem Bestand, einer Population oder Ähnlichem finden, eine genetische Variation. Die kann man in verschiedenen Maßen auch messen. Das würde ich jetzt hier aber nicht vertiefen wollen an der Stelle. Da kommen wir an anderer Stelle nochmal dazu. Ich hatte es beim letzten Mal schon erwähnt, wenn wir mehrere Populationen oder mehrere Kollektive betrachten, dann sagen wir nicht Variation zwischen Kollektiven, sondern wir sagen Differenzierung zwischen Kollektiven. Es gibt auch Publikationen, die schreiben von Variation zwischen Kollektiven, ist aber semantisch nicht wirklich korrekt. Wenn es innerhalb eines Kollektivs
sich bezieht, dann sprechen wir von Variationen. Wenn wir verschiedene Kollektive vergleichen, zum Beispiel das A mit den roten Quadraten und das B mit allen drei Typen, aber mehrheitlich eben den blauen Rhomben und hier wieder C wiederum mit allen drei Typen, aber mehrheitlich roten Quadraten, dann sprechen wir zwischen Differenzierung zwischen Populationen A, B und C. Auch dafür gibt es verschiedene Maße, die ich jetzt hier aber an der Stelle auch nicht weiter vertiefen möchte. Das werden wir nochmal später uns angucken. Und dann kann man auch die Variation von innerhalb einer Population als Differenzierung messen. Das auch nur noch am Rande, um im Vorgriff. So, und wenn wir jetzt uns hier nochmal weitere Gen oder einen weiteren Genort anschauen, dann haben wir hier links nochmal das Bild der Superoxid-Dismutase, das wir eben gesehen haben. Und hier haben wir das Bild der 6-Phosphogluconat-Dehydrogenase, 6-PGD, die noch interessanter ist. Hier sehen wir also beispielsweise nochmal als Balkendiagramm, was eben in dem Tortendiagramm gezeigt war. Sika, Hirsch am Möhnesee haben dieses Allel AA sehr häufig und häufig auch homozygot. Das gleiche gilt für irisches Sika-Wild. Und das Interessante ist, dass es eben auch für Rothirsch am Möhnesee ganz ähnlich sich verhält, während der Rothirsch im Rest Deutschlands komplett anders aussieht. Wie gesagt, ist ein quantitativer Marker kein qualitativer Marker. Hier sieht es fast so aus, und das müsste man einfach mal weiter untersuchen. Wir hätten dann später auch damit nicht weitergemacht, weil einfach dann andere Marker auf den Markt kamen, sodass es nicht mehr so entscheidend notwendig war. Aber hier bei der 6-Phosphogluconat-Dehydrogenase sieht es so aus, als ob hier tatsächlich das Rotwild in Deutschland auf einen Typ 6-PGDA fixiert ist und das Sika-Wild am Möhnesee diesen Genotyp oder dieses Allel nur sehr selten hat. Und das passt eigentlich zu diesem Bild hier, das Rotwild am Möhnesee schon einen signifikant höheren Anteil als das Sika-Wild und einen signifikant niedrigeren Anteil als das Rotwild in Deutschland hat. Und vor allen Dingen haben wir im Rothirsch am Möhnesee offenbar jetzt das Allel B im homozygoten oder heterozygoten Zustand vorhanden. Das heißt, hier spricht einiges auch wieder für Hybridisierung. Und das alles zusammengenommen gab eigentlich schon ein sehr interessantes Bild in der Vergangenheit. Das sind Untersuchungen aus den 1980er, 1990er Jahren, die eigentlich gezeigt haben, es gibt offenbar diese Hybridbildungen regelmäßig, wenngleich sie nicht so häufig sind, dass sie wie in Irland eine komplette Hybridpopulation zur Folge haben. Hier nochmal das Ganze in Clusteranalyse. Da finden wir ähnliche Bilder. Hier Cluster zum Beispiel auch Sika-Wild Möhnesee und Rotwild Möhnesee oder Sika-Wild Möhnesee und Hybriden und auch relativ nah das Rotwild am Möhnesee, relativ nah beieinander. Hier das gleiche nochmal. Hier haben wir wieder den SOD-Genort. Und hier haben wir im Grunde drei Genorte mal zusammengefasst, IDH, SOD und 6-PGD, also drei Genorte, die alle eine gewisse diskriminierende Funktion haben, ob quantitativ oder qualitativ. Und hier sehen wir eigentlich auch ein deutliches Clustern hier des Rotwildes am Möhnesee und des Sika-Wildes am Möhnesee. Hier haben wir jetzt allerdings leider keinen Sika aus Wicklow mit dabei. Jetzt haben wir zu dieser Frage eine ganz aktuelle Untersuchung noch abgeschlossen. Die spielt sich in Bayern, genauer gesagt in der Oberpfalz, ab. Und zwar ist bekannt, dass in Böhmen, also letztendlich auf der tschechischen Seite der Grenze, hier drüben, in der Nähe von Karlsbad, eine sehr große Sika-Population existiert mit mehreren tausend Individuen. Und wir haben in den letzten Jahren zunehmend Erlegungen oder Beobachtungen von Sika-Wild im Bereich der Oberpfalz oder im Bereich Oberfrankens beobachten können.
Und das haben wir zum Anlass genommen, auch mal diese Frage zu untersuchen, wie weit kommt es da zu Introgression, also wie weit kommt es tatsächlich durch Hybridereignis auch zum Einsickern von Variation aus dem Sika-Wild ins Rotwild oder umgekehrt, wobei eher die Wanderung vom Sika in die Rotwildbestände derzeit stattfindet. Und da wurden also insgesamt jeweils rund 100 Stück Rot- und Sika-Wild untersucht. Und da hat sich eigentlich gezeigt, und hier haben wir jetzt im Grunde Mikrosatellitenproben genommen, also hier haben wir jetzt molekulare Marker. Das zeigt also auch, wie die Entwicklung unterschiedlicher Untersuchungsmethoden im Laufe der Zeit sich verändert. Also Chromosomenuntersuchungen sind heutzutage sehr, sehr aufwendig, viel zu teuer. Isoenzymmarker sind nicht schlecht, aber auch vergleichsweise teuer, und wir untersuchen nur vergleichsweise wenige Genorte. Und hier konnte man jetzt, das war im Wesentlichen die Frau Reichel und die Frau Morgenstern aus der Arbeitsgruppe Molekulare Gehölzphysiologie, vielen Dank an der Stelle auch dafür, konnte man also mit 3 Mikrosatelliten, die wir hier einfach mal benannt haben, sehen, dass man Rot- und Sika-Wild eigentlich recht gut differenzieren kann hier. Interessant ist eben einerseits tatsächlich, es gibt wieder hier eine Clusteranalyse, und wir sehen hier die Sika-Seite und hier die Rotwild-Seite, und da sieht man ein interessantes Phänomen. Eine Rotwildprobe clustert im Grunde, also was Rotwildprobe bedeutet, der Erleger, das sind Proben, die auf der Jagd gewonnen wurden und die der Erleger als Rotwild oder Sika-Wild eingestuft hat oder als unbekannt. Und hier sieht man, dass eine Probe, die als Rotwild ganz klar eingestuft worden ist, doch hier als Sika-Wild clustert in den molekularen Markern, und bedeutet aber auch, dass sie im Grunde von den anderen, also sobald vom Rotwild eben abgegrenzt ist, weil sie im Grunde den äußersten Rand des Rotwildes ausmacht, und vom Sika-Wild auch abgegrenzt ist, weil sie den äußersten Rand des Sika-Wildes ausmacht. Das wäre zum Beispiel ein Hinweis auf eine Hybridbildung möglicherweise. Das müsste man aber im Grunde noch einfach an größeren Stichproben jetzt mal untersuchen, in welchem Umfang es hier Hybriden gibt. Was wir als Ergebnis dieser Untersuchung sagen können, ist derzeit, dass eben kein riesig großes Ausmaß an Hybridbildungen derzeit stattfindet. Es findet statt, aber es findet wohl wirklich in Einzelfällen statt. Und damit bestätigt das eigentlich auch die Beobachtung bei Rot- und Sika-Wild generell, dass sich immer dann Hybridbildungen einstellen, wenn eine oder vielleicht sogar beide Taxa Probleme mit ihrer Sozialstruktur haben, mit ihrem Populationsumfang haben oder Ähnliches, dass also nicht genügend Paarungspartner aus der eigenen, aus dem eigenen Taxon zur Verfügung stehen. Das heißt also, das Risiko der Hybridbildung steigt, wenn zum Beispiel Bestände stark reduziert worden sind oder wenn Altersstrukturen auch durch fehlerhafte Bejagung zerstört worden sind oder Sozialstrukturen zerstört worden sind. Warum spreche ich jetzt hier von Taxa? Weil wir eigentlich bei Sika und Rotwild, wie wir auch an verschiedenen anderen Stellen gehört haben, nicht von verschiedenen biologischen Arten, sondern eigentlich von einer derselben biologischen Art ausgehen müssen. Und damit ist eigentlich Rotwild und Sika-Wild streng genommen, auch wenn es noch verschiedene wissenschaftliche Namen hat, die auf unterschiedliche Arten schließen lassen, sind es in Wirklichkeit eigentlich nur Unterarten. Also streng genommen müsste man dem Sika-Wild den Namen Cervus elaphus nippon bzw. Cervus elaphus hortulorum für den Dubowski-Hirsch, also den manchurischen Sika, geben und Cervus elaphus elaphus zum Beispiel oder Cervus elaphus wapiti dann die anderen Rothirsch, also Cervus elaphus wapiti natürlich nicht, sondern Cervus elaphus canadensis der wapiti die verschiedenen anderen Rothirsch-Unterarten so benennen. Das heißt also, wir haben hier gerade einen Punkt, wo wir sagen, eigentlich müsste man aus ökologischen, molekularen und anderen Untersuchungsergebnissen diese Artzuordnung auch mal ändern. Ich habe an verschiedenen anderen Stellen ja schon berichtet, dass die Tendenz derzeit eher andersrum ist. Wir sehen zum Beispiel gerade
im Moment die Diskussion, ob es wie viele Giraffenarten es in Afrika gibt, das ist eigentlich ziemlicher Unfug, weil das eben auch im Wesentlichen auf molekularen Markern beruht und diskutiert wird. Wir können, denke ich, weiterhin davon ausgehen, dass es in Afrika im Wesentlichen eine Giraffenart gibt und viele Unterarten gibt. Und hier beim Rothirsch müssen wir eigentlich auch davon ausgehen, dass es wahrscheinlich eine Form Cervus elaphus gibt, die dann in verschiedenen Teilen ihres Verbreitungsgebietes sich unterschiedlich entwickelt haben. Auf der einen Seite den Wapiti in Nordamerika, Cervus elaphus canadensis, dann eben den Rothirsch in Mitteleuropa, Cervus elaphus elaphus, streng genommen ist elaphus eigentlich die schwedische Form, oder dann zum Beispiel die verschiedenen Formen von der Gattung Cervus oder der Art Cervus elaphus in Südostasien, wozu der eben auch der Sika-Hirsch dann gehört. Das passt auch wiederum in andere Untersuchungen, zum Beispiel von Harrington, der mit immunologischen Maßnahmen zum Beispiel Wapiti, Sika und Rothirsch untersucht hat und eben auch eine sehr große Nähe im Immunsystem zwischen Sika und Wapiti zum Beispiel festgestellt hat. Das heißt also, der Sika und der Wapiti haben auch sehr viel Ähnlichkeit, sei es eben auch die Geweihform, sei es der Brunftbetrieb und Ähnliches. Also so gesehen ist es eine ganz spannende Geschichte. Die Untersuchungen haben eben gezeigt, Sika und Rot fehlt hybridisiert, aber je nach Sozialstruktur, je nach räumlicher Umgebung offenbar unterschiedlich und unterschiedlich intensiv. Und zum Zweiten haben die Untersuchungen eigentlich gezeigt, dass tatsächlich hier in der Taxonomie man Unterschiede auch durch andere Einordnung in entsprechende Arten berücksichtigen sollte. Das war es an der Stelle nochmal. Ein paar praktische Anwendungen des bisher Gelernten. Und an der Stelle möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken und bis zum nächsten Mal.